Ne? Ich war noch gar nicht bereit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breakpoint Beta. Ich wurde gerade gesehen, ich weiß aber nicht von wem. So, gerade kam ein Flugzeug vorbei. Naja, okay. Dann wurde ich halt nicht gesehen. Weil, ja, okay. Gut, dann werden wir mal dieses Mal den kleinen Aufklärungssoldaten aktivieren. Gut, zum Sammeln auswählen. Ort untersuchen. Ja. Bitte. Ja, ich will das machen. Leertaste, 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 geht nicht. Jetzt habe ich es halt abgebrochen. Ich probiere es nochmal. Der will das nicht machen. Oh, ups. Entschuldigung. Ups. Kann man das noch nicht machen? Doch. Okay, neben Einsatz, Geister der G Vergangenheit, Aufklärungsdaten zum Sammeln auswählen. Ja, das würde ich gerne. Nein, das war falsch. Das war auch falsch. Das ist auch falsch, aber wir haben zwei leichte Tonwesten. Ich kann das nicht auswählen. Da ist der Schulzhof. Ah, jetzt sehen wir es endlich. Achso, nee. So, also. Wie wäre es, wenn du mir den jetzt gibst? Also, Ehe funktioniert nicht. Leertaste funktioniert nicht. Nur rechte Maustaste. Das ist halt abbrechen. Okay, das ist gerade sehr komisch. Kann das sein, dass ich das nicht machen kann, weil es die Beta ist? Wieso funktioniert es jetzt? Ich habe wieder einfach nur die Leertaste gedrückt. Okay, das ist ein altes Päckchen russischer Zigaretten. Super. Das ist ein Militärabzeichen. Laut der Beschriftung stammt es von der USAF AAB Typhoon Base. Also US Air Force. Okay. Ja. Wow. Wie, das ist gut. So, ich will jetzt erstmal schauen wir uns den Selbstversorger an. Und dann schauen wir da weiter. Das war ja jetzt auch wieder ein richtig cooler Auftakt. Ananas. Die sehen eigentlich nicht so aus.
Egal. So. Da oben ist er. Sind die? Der Helikopter hat uns auch nicht gesehen, was verwunderlich ist. Vielleicht, weil es ja wirklich Nacht ist. Okay. Tarnung Nummer 3000. Mit Wärmebildkamera würde sie uns sehen, aber. So. Hat sie aber nicht. Irgendwie funktioniert es nicht so gut mit dem automatischen Fokussieren. Ach komm, die sind jetzt 25 Meter entfernt und... Die müssen noch näher sein, damit es automatisch... aktiviert, okay, das war auf jeden Fall eine Fehlskillung. Weil wenn die so nah sind, ja, genau. Warte, kann ich den auch irgendwie? Will ich den einfärben, aber kann ich wahrscheinlich nicht. Schade. Na gut. So, also. Warte, dann kann ich das ja auch jetzt wegtun. Eigentlich 25 Meter in Reichweite markieren. In Ghost war nicht verfügbar. Ja, ist ja wurscht. So, dann mache ich mal die Genauigkeit. Ja. Weil mit dem fetten Sniper brauche ich das auf jeden Fall. So. Dann schauen wir mal hier zu den Selbstversorgern. Und wir egal, ich kann gerade nicht reden. Was heißt hier gerade? Oh, ich kann's nicht. Schniff, schniff. So. So, nochmal Blumen pflücken. Die wollten einfach nur die Mechanik einbringen, dass man Blumen pflücken kann, ne? So, Schutzhof. Drin ist noch mal eine Information. So, sehr schön. Untersuchen. Bivak-Einsatz. Okay. Das mache ich noch nicht. Ups. Oh, was ist das denn? Süß. Hallo. Greetings. Don't be afraid. Herkunft der Marke gründen. Oder? Ach. Ah.
Ich muss wahrscheinlich immer so eine halbe Stunde warten, bis ich dann das auswählen kann. Aha. Hey, I'm looking for some information. I found some sort of military badge that reads AAB Typhoon 403. Does that sound familiar to you? Any idea where it came from? That's the end. Gelangen Sie zu den Flugabwehrruinen? Ja, sagte sie Ihnen was? Ja, das ist alles. Okay, gut. Und da? I need information. That's all there is. Thanks. I owe you one. Okay, Fundstücke. Ich verstehe nicht ganz. Gut. Okay, also. Eine alte Luftabwehrbasis im nordwestlichen Teil der Region Sinking Country. So, südlich der Typhoon Bay. Nordöstlich von Dead Channel. Ist es das da? Das war vorhin noch nicht da. Ah, das ist das Waffenarsenal, nicht? Okay, nordwestlichen Teil. Das ist hier. Nordwestlich? Wahrscheinlich, vielleicht hier. Südlich von Typhoon Bay. Wo ist Typhoon? Also, südlich von Typhoon Bay und nordöstlich von Dead Channel. Nordöstlich, ja, das wird das sein. Das da oder das da. Gut. Vielen Dank. Da ist noch eine Kiste, die hole ich mir auch gleich geschwind. Ich nehme mal das Fenster. Was? Inwiefern schützt er mich mehr? Okay. Ein Hut, der besser schützt als ein Ballistic Helmet. Okay. Ah, da ist noch was. Na? Die Wag. Und flatsch. Achso, ich dachte, da geht es jetzt ein bisschen tiefer rein. 1,4 Kilometer ist auch solide. Da können wir mal das Motorrad nehmen. Machen wir aber nicht, weil das gehört denen. Gut. Die müssen sich ja auch denken, so, hey, what the fuck? Ist ein Soldat einfach so an uns vorbeigerannt, oh nein. Die Bäume sind komisch abgefällt worden. So, wir könnten uns jetzt hier auch mal hinhocken. Und dann mal schauen, was das so. Geht doch nicht. Hä?
Wieso hast du das ausgemacht? So, und jetzt? Sitzt du da? Und... Ah, jetzt hat. ja, das hat ein bisschen gedauert. Vorbereitung, Taktiken, auch anfertigen. Was ist das? Anfertigen. Sie können gesammelte Ressourcen einsetzen, um Unterstützungsobjekte, offensive Ausrüstung oder Rationen anzufertigen. Jedes Rezept erfordert Objekte... Was machst du da? Ah, sie fertigt an vielleicht. Aus speziellen Ressourcen und Kategorien klicken Sie auf Rezepte, um es auszuwählen. So, Spritze, C4, Mine, Schneidbrenner, Splittergranate oder Sensorgranaten. Das bräuchte ich. Was ist los mit dir? Sehschärfe-Dosis. Kohlehydrate, Grundlegung, Genauigkeit. Nahrhafte Kampfration, deren Verzehr eine vorübergehende Stärkung bewirkt. Fitnessdosis, Geschicklichkeitsdosis, Erholung, Schutzdosis, Durchhaltevermögen und Widerstand. Okay. Okay, das sieht noch alles ein bisschen ruckelig aus. So. Taktiken. Ach so, ich kann hier das auch umändern. Ah ja. Entschuldigung. So, Vorbereitung, was ist das? Vorbereitung. Jedes Mal, wenn du zu einem Biwak, wenn sie zu einem Biwak kommen, können sie eine Aktivität ausführen, die ihnen eine temporäre Stärkung verschafft. Sie können eine von 6 Arten von Stärkungen erhalten, im Biwak jederzeit zwischen ihnen umschalten. Und im Biwak zwischen ihnen umschalten. Okay, Essen. Verletzungsresistenz, Trinken, Erschöpfungsresistent, oh, das ist geil. Technikcheck, Drohnenreichweite, Dehnen, Ausdauer, Waffencheck, Genauigkeit, Ressourcen, EP-Bonus. Ich würde sogar fast, also, entweder, also Trinken, Dehnen, Genauigkeit haben wir schon ziemlich, oder EP. Ich glaube, EP-Bonus ist ganz gut am Anfang, weil dann steigen wir schneller in mit den Skills. Die schaut mir immer ein bisschen zu crumpy, finde ich. Okay, 60 Minuten. Warte, Escape ist es nicht. Nein. Ah, hier. Wann möchten Sie abbrechen? Plus 1? Achso, quasi plus eine Stunde oder was? Nee, sofort. So, gut. Plus 10% EP-Bonus für eine Stunde. Super. Jetzt weiß ich ja auch, wie lange ich noch spielen werde. Gut, da sind wieder unsere nächsten Opfer. Der Mond ist ein bisschen zu hell für meinen Geschmack. Da irgendwo.
Weiter vorne. Na? Ich sehe dich doch. Oh. Gut. Vielleicht können wir die jetzt mal wieder ausschalten, ohne erwischt zu werden. Das wäre natürlich sehr famos. Die schauen beide nach da. Wenn ich die beiden ausschalte, also einer wird er sicher dann Alarm schlagen, aber den könnte ich vielleicht hinter dem Wagen. Ja, okay, der hat den gesehen. Oh nein, jetzt kommt der Flieger. Warte, kann ich irgendwie... Warte. Kann ich irgendwo hinschwimmen? Ja, ich kann nirgendwo hin. Jetzt unpraktisch, dass sie mich hier sehen. So kann ich mich hier eigentlich nicht einstellen. Dann geht das jetzt, dass ich die abgeschaltet habe. Zu einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Piloten einfach so ausschalten kann. Geil. Cool. Ja, hat funktioniert. So. So, das ist natürlich echt fies, wenn man im Fluss ist. Kann man die ausmachen? Nein, nein, nein. Damn it! We didn't get him.
So. Da hinten ist ja schon wieder so ein Helikopter. Aber jetzt, wo ich ja weiß, dass man die wirklich mit der einen Schuss runterholen kann. So, gut. Uiuiui. Entschuldigung. Oh, es ist hell. So. Neue Boots. Wieso bin ich jetzt eigentlich wieder vollständig geheilt? Ich hab's. Also, ich hab das, die Schwierigkeitsstufe auf Experte. Also, das wundert mich gerade ein bisschen, dass ich jetzt, wieder einfach so ziemlich schnell regeneriere auch. Und nicht so viel dieses, keine Ahnung. Also, bis jetzt habe ich ja noch, gar nichts. Oh ja, eine M4. Sehr schön. Nein. Eine M4 ist natürlich super. Mag ich voll. Das ist einer meiner Lieblingswaffen, ehrlich gesagt. Kommt wahrscheinlich von Counter-Strike. So. Gut. Gut, die werde ich dann jetzt auch nochmal abfrühstücken. Und danach. Entschuldigung. Danach werden wir weiter in Richtung unseren Auftrag gehen. Die ist schon ein bisschen lauter, glaube ich. Da vorne sind auch noch welche. So. Aber wenn ich jetzt die alle irgendwie, also jeden Vorposten von denen irgendwie erledige, dann sind wir übermorgen noch hier. Ich halt nicht ins Scheißhaus. So, was ist da drin? Lagerinfo. Fundstücke. Wann kann ich hier aktivieren? Jetzt, okay. Lagerinfo sammeln. Lagerinfo sammeln. Do not translate. Wow. Was auch immer das jetzt ist. Gut. Ja, nein. Nicht wieder ins. Das ist ja gleich da. Ja, doch, komm. Ich wollte gerade nicht wieder ins Wasser gehen, weil da kann ich mich ja irgendwie nicht verstecken. Was auch. Warum auch immer. Genau, aber das ist. Gut. Wir wollten ja Schluss machen, ne?
Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis morgen. Bye, bye.